Wir sind am großen Parkplatz am Königssee. Das Wetter ist zum Heulen. Das Wohnmobil haben wir für eine Woche hier abgestellt. Unsere Wanderung beginnt mit einer Übernachtung hier in diesem Hotel. Die erste Etappe führt von Schönau über die Ramsau und Hirschbichel an die Saalach zu unserem zweiten Hotelaufenthalt in Weißbach. Am anderen Morgen werden wir zu viert an die Ramsau gebracht. Die Wanderung beginnt im Regen. Dieses kunstvolle Mobile hat der Erbauer extra wegen uns im Regen angestellt. Entlang der Ramsauer Ache geht's durch den Zauberwald zum Hintersee. Der Zauberwald ist zauberhaft. Der Hintersee ist erreicht. Zu unserer Freude hat es aufgehört zu regnen. Zusammen mit Renate und Klaus geht's entlang dem Klausbach nach Hirschbichel mit 1178 Meter, der höchste Punkt unserer Tageswanderung und gleichzeitig die Grenze nach Österreich. Kurz vor einer spektakulären Hängebrücke über den Klausbach machen wir Mittagsrast. Einige Wanderer haben wohl hier gerastet und diese Steinmännchen gebaut. Hirschbichel ist erreicht. Nun sind wir in Österreich. Von hier geht es 518 Meter bergab nach Weißbach.
Kurz vor Weißbach durchqueren wir die Seisenbergklamm. Das Wasser wird im unteren Teil in eine Rinne geleitet und zur Stromerzeugung genutzt. Unser Nachtquartier, der Gasthof zur Seisenbergklamm, bietet gemütliche Zimmer mit 81 cm HD Flachbildfernseher und Aussicht auf einen Kletterfelsen. Die zweite Etappe der Wanderung führt die Saalach hinunter nach Lohve, unserem nächsten Hotelaufenthalt. Aber vorher besuchen wir noch die Vorderkaserklamm in einem Seitental. Am Morgen eitel Sonnenschein. Zunächst schauen wir an der Lamprechtshöhle vorbei, ohne sie zu besuchen. Das Wetter ist zu schön. Aus einem Seitental kommt die Schüttach und fließt in die Saalach. Hier hat man die Naturbadeanlage Vorderkaser eingerichtet, zu erreichen über eine Hängebrücke. Talaufwärts folgen wir der Schüttach. Unser Ziel ist die Vorderkaserklamm, aber zunächst gibt es erstmal eine Jause. Die Klamm beginnt 100 Meter über Talgrund und ist sehr spektakulär. Ich lade Sie ein. Packen wir's! Klar.
Und hier sind wir wieder an der Saalach, auf dem Weg nach Lofer. Bei St. Martin weitet sich das Tal der Saalach. Freilaufende Hühner auf einer Weide. Ein seltener Anblick. Nicht nur die Kinder haben ihren Spaß. Und das ist unser Hotel in Lofer für die Nacht. Zünftig, mit Balkon und Blumen davor. Die Zimmer sind jedoch recht klein. Beim Blick vom Balkon grüßen die Loferer Steinberge, alle über 2000 Meter hoch.